Élysée-Palast im Herzen von Paris. Hier kommt nur rein, wer vom französischen Präsidenten persönlich eingeladen wird. Was die Gäste dann erwartet, zeigt die Pariser Ausstellung Zu Tisch beim Präsidenten. Seltene Einblicke in die mehr als 100-jährige Geschichte der Staatsbankette geben zum Beispiel alte Menükarten. Jede Menükarte wird von Künstlern illustriert und das seit über 100 Jahren. Man sieht, wie sich die französische Gastronomie und unsere Küche verändert haben. Vor 1914, zu Zeiten der Präsidenten Félix Faure oder Armand Fayet, gab es noch 25 Gänge und man saß 4 Stunden am Tisch. Heute sind es noch genau 40 Minuten und 3 Gänge. Vorspeise, Hauptgericht, Nachspeise. Viel zu essen gab es für die Staatsgäste um 1900 und jede Menge zu trinken. 12 verschiedene Weine und mit Alkohol getränkte Cremes, etwa beim Diner für den spanischen König Alfons XIII. Wenn sie den Tisch verließen, mussten sie sich doch auf den Boden rollen. Man fragt sich, wie haben sie es geschafft, so viel zu essen, vor allem so viel zu trinken? Ein Abendessen im Festsaal des Élysée-Palasts ist eine große Ehre für ausländische Staatsgäste. Die britische Königin Elisabeth II. War bereits 3-mal zu Besuch. Das Bankett folgt einem strengen Protokoll. Frauen als Staatsoberhäupter sieht es eigentlich nicht vor. Normalerweise sitzen die Staatschefs nebeneinander und ihre Frauen jeweils auf der anderen Seite. Aber man konnte ja Prinz Philipp schlecht auf den Platz der Frau setzen. Also musste man den Premierminister mit einbeziehen, der dann links neben der englischen Königin saß. Und der Prinz saß rechts von Frau Chirac. Ach, es war eine protokollarische Herausforderung und entbehrt nicht eines gewissen Humors. Wenn Präsident Nicolas Sarkozy und seine Frau Carla Bruni heute die Gäste begrüßen, liegt mindestens 1 Monat der Planung hinter ihnen. Wein und Speisen wählen sie persönlich aus. Bei jedem Staatsbankett werden etwa 240 Gäste bewirtet. Das Geschirr dafür wird seit über 100 Jahren in der Porzellanmanufaktur von Sèvres gefertigt. Ein einzelner Teller kostet 4.500 Euro. Menükarten aus Seide, sie sind bis zu 15.000 Euro wert. Beim Besuch des US-amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter 1978 waren die Menükarten kleine Kunstwerke, gestaltet vom französischen Maler Marc Chagall. Jeder der 240 Gäste geht mit einem echten Chagall unter dem Arm weg, weil ja jeder Gast eine Menükarte mitnehmen darf. Was will man mehr von der Französischen Republik? Sie lädt dich zum Abendessen ein und zusätzlich bekommst du noch ein echtes Kunstwerk von einem der größten Künstler des 20. Jahrhunderts. Die Menükarten sind so unterschiedlich wie die Gäste, die im Élysée-Palast speisen durften. John F. Kennedy war zu Gast. Fürst Renier und Grazia Patrizia von Monaco, aber auch die französische Fußballnationalmannschaft. Je nach Vorliebe der Gäste gibt es heute auch manchmal nur Salat. Heute ist jeder Gang kalorienarm, alles ist light. So kalorienarm, dass man sich eigentlich fragen muss, ob die ausländischen Regierungschefs nicht vielleicht ihr Abendessen im Bistro um die Ecke beenden, wenn sie vom Gala-Diner kommen. Aber ein Staatsbankett im Élysée-Palast ist ja auch nicht allein zum Sattwerden da. Es ist vor allem ein großes Stück französischer Kultur.